Wir sind heute ungeplant kurz unterwegs mit der Baureihe 1440, dem Alstom Coradia Continental. Und zwar fahren wir von Krefeld nach Essen, wobei das nicht ganz geklappt hat und wir nur bis Duisburg kommen werden. Warum das so ist, das erfahrt ihr natürlich auch in diesem Video. Wir starten aber erstmal ganz regulär hier im Bahnhof von Krefeld. Und hier sehen wir erstmal den Gegenzug in Richtung Aachen ausfahren. Und kurz darauf kommt dann auch mein Zug aus Aachen kommend und weiter in Richtung Essen fahrend. Und wir schauen uns erstmal den Zug von innen an. Ihr seht hier also relativ typische Sitze für den Nahverkehr, allerdings mit einer ja noch relativ neuen Kopfstütze, die ich so noch gar nicht so oft gesehen habe. Und in der ersten Klasse sehr ähnlich ausgestattet, aber eben nochmal einen Ticken besser, eben mehr Abstand. Es gibt auch hier Tische, Steckdosen, bewegliche Armlehnen und das Ganze in einer 2+1 Bestuhlung. Ja, wie ihr gesehen habt, bin ich in der ersten Klasse unterwegs und das ist inzwischen relativ einfach möglich dank des neuen Easy-Tickets in NRW. Das ist also quasi ein digitales Ticket auf dem Handy, das den Preis automatisch anhand der Distanz, die ihr zurücklegt, berechnet. Und da kann man nun erstmalig ganz einfach mit einem Klick die erste Klasse hinzubuchen und kommt somit endlich auch günstig an Erste-Klasse-Tickets. Gerade in NRW können die Züge nämlich sehr, sehr voll sein und da macht es durchaus auch mal Sinn, die erste Klasse zu buchen, weil man dort eben meistens noch einen Sitzplatz bekommt, während in der zweiten Klasse es durchaus häufig sein kann, dass man stehen muss. Früher war das nicht ganz so einfach möglich, weil diese Tageskarten und Verbundtickets alle nur für die zweite Klasse verfügbar waren und man sehr, sehr viel Geld für die erste Klasse hätte bezahlen müssen oder ein Fernverkehrsticket gebraucht hätte. Und jetzt kann man für einen relativ geringen Aufpreis auch die erste Klasse nutzen. Hier sind wir jetzt gerade in Duisburg angekommen und hier kam dann leider die Nachricht, aufgrund einer Störung an einem Stellwerk fällt der Zug zwischen Duisburg und Essen aus und ich sollte dann mit der S-Bahn weiterfahren, aber auch die S-Bahn ist nicht weitergefahren. War also ziemlich kompliziert. Am Ende bin ich mit einem umgeleiteten RRX weitergefahren. Deswegen nur so ein ganz kurzes Video, weil eben die Hälfte der Fahrt einfach ausgefallen ist. Aber trotzdem zumindest mal ein kurzer Blick in den Alstom Coradia Continental. Das war's für dieses Video dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen.